So, ich versuche hier halt erstmal ein bisschen mir einen Plan damit zu schaffen, indem ich das hier noch auszeichne. Also hier wird weiter noch das Wohngebiet dann beendet werden. Hier kann auch noch ein bisschen Wohngebiet hin. Und dann wird das hier noch die Erweiterung von meinem Waldgrundstück werden. So. Hier wird abgeholzt und aufgeforstet und aufgeforstet und abgeholzt. Und dann. Oh mein Gott, ist das steil. Dann kann ich hier eigentlich anfangen, meine Weizenfarm dran zu bauen. Ich würde, glaube ich, gerne hier das dann anbehalten. By the way, da muss ich ja auch hier die Aufforstung erweitern. Fällt mir gerade wieder ein. Ja, wobei es eigentlich macht mehr Sinn, wenn die Aufforstung ein bisschen drüber ist über dem Abbaugebiet als andersrum. So. Und jetzt die Weizenfarm Numero Uno. Wobei es macht eher Sinn, die hier dahin zu platzieren und dann nach hinten raus das Feld zu haben, oder? Macht mehr Sinn als andersrum. Hier würde ich dann die erste Weizenfarm hinklatschen. Und dann. Boah, Junge, es wird so steil. Ah, wo will ich die Hand haben? Schwierig, ja. Ist halt überall steil. Ist eigentlich auch egal, wie ich das drehe und wende, buchstäblich. I guess, wir platzieren sie jetzt mal hier hin. So. Bakery. Vielleicht schon so in Richtung Town. Oh, hier wäre ich ziemlich nice, oder? Oder hier die Bakery hin platzieren. Was sagt er? Das ist so ein bisschen weird, aber vielleicht können wir da auch dann noch mal ein paar Büsche und Bäume hin platzieren. Dann sieht es wieder ziemlich cool aus. Maybe. Doch, 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 doch. Ich fühle es gerade. Aber die Bakery müssen wir jetzt noch nicht tatsächlich bauen. Wir brauchen ein bisschen, bis da die Sachen dann losgehen. Die Windmühlen würde ich dann eben hier an den Rand von dem Wohngebiet platzieren. Ich glaube, die haben keinen negativen Einfluss auf das Wohngebiet, ne? Also, warte mal, wo ist denn hier dann? Der Eingang ist hier von der Seite. Das sollte ich halt auch ein bisschen mit bedenken, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so der Riesen. Die Riesensache. Ich glaube, es reicht, wenn ich erstmal eine Windmühle baue. Zeig. Oh, Gottes Willen, Mann, wann hört denn auch dieses Unwetter wieder auf? So, oder? Gib denen hier mal ein bisschen mehr Platz. In der Hoffnung, dass dann da auch was hinkommt. Wohnfläche ist aber hoch. Wir haben halt vor allem gerade aktuell keine Beschäftigung. Das sollte sich jetzt aber auch dann hoffentlich bald wieder langsam drehen. Ich meine, was. So eine weitere Steinmetzhütte? I don't know. Was sollen wir denn sonst noch groß machen? Mir würde gerade nicht viel einfallen, was wirklich Sinn ergibt. So, wir versuchen aktuell auch nebenher hier das freizuschalten. Also wir brauchen noch drei Wohlstand, hier die ganzen Sachen freizuschalten. Dann quasi uns um die anderen Sachen zu kümmern, damit wir hier erstmal ja viele Möglichkeiten haben, um dann, falls wir nochmal weitermachen wollen beim Klerus. Also diese ganzen Sachen erreichen wollen, damit wir da mit den ganzen Sachen auch die Möglichkeit dazu haben. Also das ist so ein bisschen der Hintergrundgedanke. Was ich dann als nächstes machen will, weiß ich aktuell noch nicht, ob ich dann hier mein Militär fortbauen will oder Arbeiterschaft kümmern will.
Wahrscheinlich macht Arbeiterschaft recht Sinn. But not sure yet. Not sure yet. So, unsere Windmühle ist schon mal gebaut. Muss ich kurz mal was ausschalten. So. So, wenn ich gerade hier so ein Sturm wäre. Aber ich kann... Oh, das wäre nice, wenn ich hier noch so weiter nach unten die Kamera tilten könnte. Ich glaube, das hätte auch nochmal echt eine View. Oh, I like it actually. Ich finde unser Dorf hier in dieser Bucht ist schon echt schick, oder? Ich glaube, gerade mit so ein bisschen Sonne, das würde auch nochmal anders kicken. Ungenügende Unterkunft. Was ist denn mit euch los? Du bist ja auch noch ein Leibeigener. Was willst du noch? Mit einem Haus oder was? Aber wir haben doch genug Wohnfläche. Dann baut ihr auch eins. So, lass dir eins bauen. Das machen doch eh die Leute von der Bauhütte. So, wir haben jetzt endlich wieder neue Arbeitsplätze. Hey, let's go. Anbaufläche. Ja, es war schon ein bisschen nah dran hier, das nächste. Aber ich glaube, das passt. Ich glaube, das ist eine Area für weißen Anbau, die Sinn ergibt. Oh, ach so, ich kann hier auch einfach rübergehen, das will ich aber nicht. So, dann ist so, glaube ich, cool. Bauen wir hier gleich das nächste und dann haben wir da auch nochmal neue Jobs. By the way, wir brauchen dann ja auch Speicher, ne? Speicher. Speicher brauchen wir auch hier für unsere Kräuter. Let me see, wir haben 72 Kräuter. Wir brauchen also hier irgendwo einen Speicher und dann hier oben auf jeden Fall nochmal einen. Wollen wir dann direkt hier neben einen hinklatschen oder wo kommt dann unser Speicher hin? Ich glaube, hier dazwischen wäre auch eine solide Option. Aber hier kommen dann Mehl und Weizen hin. Nice. Brunnenskulpturen. Und finally ist das Wetter wieder in Ordnung. That's cool. Brunnen. Ja, wir werden da erstmal ein bisschen chillen. Bevor wir uns um solche Sachen kümmern. Ja, ich bin aktuell einigermaßen zufrieden, bis halt eben auf die Nahrungssituation. Ja, und Kräuter produzieren wir jede Menge. Müssen wir jetzt nur. Also, wir verkaufen halt aktuell nicht so viel, weil unsere Handelsroute, glaube ich, auch nicht dafür ausgerichtet ist. Und wir sammeln aktuell auch keine Kräuter in Speichern, deswegen ist auch das nicht drin. Wir wollen das aber tun, deswegen. Ja, hier Speicher. Wo kommt denn der Speicher hin? Ich könnte es mir relativ gut hier auf dieser Seite so vorstellen. Das ist leider außerhalb des Territoriums, weil hier wäre es super, oder? Da finde ich es wirklich genial. Also hier ist das so ein bisschen noch das Zentrum-Feeling, ne? Finde ich schwierig. Und hier ist eigentlich zu nah am Eingang vom Kloster. Aber vor allem hier zu nah am Eingang von der Kapelle. Wollen wir es hier hinbauen? Das ist immer noch nah, aber es geht halt noch. Hier wäre auch eine Option. Warte mal, ist gerade ein bisschen neben meinem Cursor gelandet. So, jetzt wieder normal. Aber es gefällt mir auch nicht so super gut, oder? Also das hier hätte ich so gerne. Aber das lohnt sich natürlich nicht, dafür ein neues Stück Territorium freizuschalten. Ich glaube, ich klatsche es erstmal hier. Jo, welch eine Erleichterung. So, wir fangen gerade noch nicht an, Weizen zu bauen, aber wir sollten trotzdem gleich immer unsere Bäckerei bauen. So, da, hier, wir können Weizen, Mehl sammeln. Und hier
nochmal 3 Bauern beschäftigen. Hier nochmal 2 Träger. Und dann hier die Anbaufläche einzeichnen. Ach, die Fruchtbarkeit ist hier. Oh, okay, I see. I completely forgot about that. Das habe ich total vergessen. Aber das stimmt natürlich. Die Bäume sollte ich abbauen. Das heißt, ich zeichne hier nochmal eine Abbaufläche ein und baue dann hier nochmal ein temporäres Holzfällerlager hin. Hier. Genau, es wird jetzt temporär sein. I guess, und dann werde ich es wieder abbauen. Wir brauchen mehr Holz. Wir haben Bretter en masse, aber Holz, ja. Deswegen macht es auch Sinn. So, hier sammeln wir Kräuter und dann Beeren. Und wir brauchen eigentlich gar nicht so viele Beeren zu sammeln, weil wir haben auch nicht so viele. Wir werden halt später hier auch dann nochmal Honig haben, brauchen wir, wie auch immer. Deswegen kann ich das, glaube ich, schon mal auswählen. Und wir haben tatsächlich gerade keine Arbeiter mehr. Aber es werden einige wieder migrieren, denke ich mal. Breiter beim Klerus. Wir wollen eben die Sachen freischalten. Wir haben immer noch nur 67 Wohlstand. Was ist denn da los? Er hat sich ja gefühlt gar nichts getan. Was kann ich denn da noch Sinnvolles hinbauen? Also ich meine, wow, ein Baum direkt von Eingangs sieht auch irgendwie nicht so super geil aus, oder? Und hier, glaube ich, würde auch so eine Klosterdekoration vielleicht mehr Sinn machen, als so random irgendwie einen Baum oder einen Busch dahin zu pflanzen. Hier wollten wir ja noch, okay, I remember, hier wollten wir ja noch Büsche und Bäume hinpflanzen. Dann können wir das noch machen. Oh, by the way, wir müssen ein bisschen gucken mit dem Geld vielleicht, ne? Oder? Unterhalt des Territoriums, wie sonst. An Handel, ja. Ich verstehe es echt nicht so. Also was heißt, ich verstehe es nicht? Ich verstehe es schon irgendwo, aber ich finde es tragisch, dass wenn ich wirklich versuche, extra, ne, mich um Geld zu kümmern und das so irgendwie mein Fokus ist. Dass das dann nicht funktioniert, sondern wir tatsächlich durch Handel Minus machen, das ist schon ein bisschen belastend für mich. Okay. Neue Bewohner. Wir brauchen auf jeden Fall Bäcker. Die haben ihr Wasser direkt vor der Haustür, das ist schon mal genial. Weil es macht vielleicht Sinn, hier nochmal dann Mehl auszuwählen, damit die vielleicht nicht ganz so weit laufen müssen. Wir brauchen, wie gesagt, hier eh aktuell nicht so viel Platz für Beeren. Rohstoffe fehlen. Ja, ihm fehlt aktuell Mehl, aber das wird kommen. Ich habe ja aktuell noch gar keine Müller zugewiesen. Das sollte ich jetzt aber auch tun. Das ist aktuell auch sehr unnötig. Ja, wie gesagt, die Holzfäller brauche ich noch. Habe ich noch nicht. So. Und dann wird hier auch nochmal mehr rausgeholt. Na gut, ich bereite mich darauf vor. Also ich arbeite relativ langsam aktuell. Aber es wird die Zeit kommen, wo sich das hier alles rentiert, meine ganzen Bemühungen. Und dann kann ich auch die ganzen Sachen verkaufen, die ich aktuell produziere. Junge, es ist so steil da hinten, ne? Holla. Da, guck mal, wie steil es da oben ist. Ah, ist schön. Ist schön. Juli. Das sind hier die ganzen Arbeitsplätze in Anführungszeichen. In Anführungszeichen Arbeitsplätze.
Gut, Hospitium wollen wir hier auch noch hinbauen, auf jeden Fall. Das kommt noch. Aber, ja. Ich weiß nicht, ob das gerade so meine Prio ist. I guess not so much, deswegen. Soll ich jetzt gleich erstmal. Nice. Soll ich gleich erstmal gucken, was uns. Ah! Aha! Nice. Das ist gerade dran. Bienenzucht auf jeden Fall, weil nur so bekommt man die Sachen. Und dann brauche ich noch ein bisschen mehr Einfluss, weil ich will hier erstmal die ganzen Sachen freischalten, bevor ich mich hier um andere Sachen kümmere. Also vielleicht baue ich hier eben dann mal ein Militärfort als nächstes hin, weil dann werde ich das gleiche Territorium freischalten, wo ich dann noch das Eisen bekomme und so. Und dann habe ich auch ein bisschen so zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, das wollte ich sagen. Ich glaube, das könnte Sinn ergeben. Ich brauche hier meinen Bauhütte. So, und ich brauche hier meine Träger. Ja, wir sind da Bären gelandet, obwohl ich keine Träger da habe. Und die hat der. Ah ja, hier, der Händler hat die wahrscheinlich dahin geliefert direkt. Das ist das Einzige, was, glaube ich, Sinn ergibt. Okay, hab ich denn. Ja, da habe ich eine Person für. Und was ist jetzt hier mit. Die Werkzeuge sind jetzt da. Ich könnte einen. Ja, das kann ich machen. Das könnte ich machen. Eine Nonne befördern. Die Elena. Ne, hat nur 60% Zufriedenheit. Die haben alle keine Nahrung. Was ist denn mit denen los? Dann die Katrö. Hey, let's go. Holzfällerlager ist gebaut. Da würde ich eigentlich auch gerne früher oder später dann drei Personen haben. 29, Leute, 60. Was kann ich denn hier? Okay. Kann ich auch so dran bauen. Kapelle mit Dachziegeln. Eine rasten aus. Okay. Why is that the case? Boah, ne? Ist jetzt auch nicht so wild. Und dann, das ist immer wieder so schwierig, weil dann die. Also wegen diesen Höhenunterschieden. Das sieht immer so stupid aus. That's what I don't like. Ja, ich spiele gerade echt mit dem Gedanken, das Hospitium dahin zu machen, weil da haben wir auch immer diese Leute, die dann vorbeikommen. Diese Mönche von woanders und so, die dann. Wo man dann auch nochmal durch irgendwelche Sachen Geld bekommt. Das ist halt auch ganz cool. Mich halt im Überlegen. Wie sieht hier unser Wohngebiet aktuell aus? Da wäre theoretisch. Weiß nicht, ob da noch genug Platz ist, damit dann weiteres Haus kommt. So sollte das wahrscheinlich reichen. Hier. Da wäre auf jeden Fall noch Platz und dann hier noch nicht, aber da könnte ich noch ein bisschen mehr Platz den gönnen. So ungefähr. Ja. Okay. Holzfäller dazu. Weo. Und dann. Oh. Unpraktisch. By the way, wir produzieren Brot, aber wir haben schon wieder keinen Marktstand, wo wir Brot verkaufen. Ich bin auch echt kann bis zum Mittelstand. Was das angeht, so ein bisschen am Pennen, I guess. Wie machen wir weiter? Machen wir hier einfach dann das nächste hin? Aktuell sieht es halt noch nicht so gut aus, aber ich hoffe, über die Zeit wird es besser. So. Und dann vor allem wichtig. Haha. Das hier. Wir haben die Handelsrunde zu Davenport freigeschaltet. Let's go. Wir können verkaufen Fisch. Wir können verkaufen vor allem Kleidung. Let's go. That's huge. Finally. Verkaufen alles über, ich sag mal gerade 100. Wir brauchen irgendwann ja auch selber die Kleidung. Give me a second. Wir können Honig verkaufen, das produzieren wir aktuell nicht. Und Wachs, aber auch das könnten wir beides in einem sogar demnächst produzieren.
Das können wir machen. Let's go. 100 Geld und 10 Einfluss haben wir dadurch bekommen. Das ist schon mal sehr cool. Wir brauchen aktuell aber mehr Klerus-Einfluss, um hier noch die Sachen freizuschalten. Ich will auf jeden Fall die Steinkirche freischalten. Ich will die Klosterkirche freischalten. Kreuzgang. Beides eigentlich. Besteuerung der Kirchen. Ja, das klingt auch ganz gut. Und das, weil wir Kirche ist, klingt auch gut. Eben diese wechselseitige Beeinflussung ist eigentlich immer nice. So, Handelsressourcen gehen wert von 500 mit Northburn innerhalb von 28 Tagen. Ich habe keine Ahnung, wie realistisch das aktuell bei uns ist, aber beim privaten Spielstand war das eigentlich voll easy. Ach so, ja, das ist eigentlich immer die Sache. Die Frage ist halt nur, was wir dann dafür, wofür dann einen Bonus haben wollen. Das brauchen wir auf jeden Fall nicht. Werkzeug oder Fisch. Ich glaube, Fisch macht aktuell mehr Sinn, weil wir gar nicht so viele Werkzeuge überhaupt kaufen. Und bei Fisch, da sind wir also way drüber. Ich glaube, dann sagen. Oh. Weil ich gerade mein Muskelkater gespielt. Ah ja, ich glaube, dann. Ja, sagen wir Fisch und das passt. Ah, jetzt, das passt. Hier als nächstes die Werkzeugerstellung, glaube ich, aber das braucht noch ein bisschen. Wir haben zwei neue. Die können direkt mal im Kloster anfangen. 50 Brot in Warenlagern. Wir sind derzeit bei 40. Das könnte knapp werden. Aber ich glaube, ich werde es versuchen. So, dann schauen wir mal, wo sammeln wir denn gerade Brot? Sammeln wir überhaupt Brot in Warenlagen? Wahrscheinlich nicht. Oder? Tun wir gerade aktuell gar nicht. Ha. Gut, dass ich das erstmal abgecheckt habe. Dann sagen wir hier, statt Beeren, sammeln wir aktuell Brot. Weil dann haben. Ja, hier ist gerade unser ganzes Brot hin. Und dann wird das, glaube ich, eigentlich eine easy Sache. Das sollte klappen. Ja. That's fine. So, wir haben gerade noch zwei Arbeitslose. Hier kommt derzeit niemand hin. Gebäude. Ja, das sind die Arbeitsplätze im Kloster. Markthändler, den brauchen wir auf jeden Fall. Dann können wir hier dann auch die beiden nochmal, also die Träger erhöhen, dass wir da immer auf 3 sind. So, hier mit den neuen Markthändler. Wir bräuchten aber hier auch dann noch die Ressource Brot. Die Frage ist, ob wir das jetzt. Ah, guck mal, ich habe doch jetzt schon wahrscheinlich 50 Brot, oder? Ja, perfekt. Dann kann ich jetzt auch hier Brot auswählen. Und wir haben die Handelskapazität nach Northbury erhöht und ich hoffe, dass uns das jetzt mehr Plus macht als mehr Minus. Ja, aktuell verkaufe ich auf jeden Fall mehr. Die Frage ist ja nur, wie der Wert dann jeweils aussieht. Was ich verkaufe und was ich kaufe. Yes. By the way, also ich glaube, unsere Bäckerei ist gerade viel schneller als unsere Weizen- bzw. Mehlproduktion. Ja, und unsere behauenen Steine gehen auch relativ langsam, habe ich so das Gefühl. Relativ langsam voran. Kräuter kann ich jetzt halt hoffentlich viel mehr verkaufen. Das wäre so. Ich weiß halt nicht, ob. Verkaufen wir überhaupt Kräuter? Ich habe es bisher noch nicht gesehen, gefühlt. Ja, und die anderen Sachen eben noch nicht. Aber Bretter sind wir auch schon beim Limit von unseren Lagern angekommen. Ist halt auch die Sache. Wir haben ja keinen Zugang zu Nahrung. Was ist denn da los? Ich habe doch mittlerweile 154 Beeren. Ist das nicht genug? Woran liegt es, dass die denn hier meinen, die haben keinen Zugang zu Waren? I don't really get it.
Ja, hier, die sind ja eigentlich auch noch irgendwie so im unmittelbaren, in der unmittelbaren Nähe zu dem Markt auf jeden Fall sowieso und halt auch zu dem Brunnen. Die haben hier oben ihren einen Marktstand für Beeren. Die brauchen auf jeden Fall auch eine Marktstadt für Brot. Würde ich behaupten. Weil hier wollte ich ja auch keinen großen Markt machen, aber dass sie halt zumindest das Nötigste an Essen haben. Deswegen, ja, kommt hier jetzt auch noch der Brotstand hin. Und hier drüben, ja, ne? Geht's so. Also hier sind halt direkt die. Ach, hier wollte ich doch noch einen Markt hinbauen, oder nicht? Habe ich mittlerweile komplett vergessen. Und hier wollte ich dann auch vor allem Kleidung und sowas. Ja, I remember. Actually remember. Ja gut. Schwierig. Okay, wir bauen hier ein. Finally mal die Bäume ab, um dann hoffentlich da auch zukünftig mehr Fruchtbarkeit zu haben. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier die Aufforstung erstmal bis dorthin weg, weil sonst, ne, wäre ich hier nie fertig. Sonst forsten die dann immer wieder dagegen auf. So. Damit warte ich aktuell noch ein bisschen. Okay, wir haben nochmal Mandat. Ich versuche nach wie vor hier erstmal nämlich die Virus-Sachen alle freizuschalten. Und dann mich um Arbeitschaft bzw. Königreich zu kümmern. Da wären definitiv nochmal Nonnen dabei. Und dann habe ich hier auch demnächst meine Arbeitsplätze voll. Cool. Wollen wir hier mit dem Markt weitermachen? Aktuell ist das, glaube ich, unser nächstes Thema. Steinkirche. Habe ich in meinem privaten Spielstand, glaube ich, nicht mal gebaut. Was will er? Errichtet eine Steinkirche hier. Die Frage ist, habe ich ein Zeitlimit? Nö. Ja, dann ist er jetzt total entspannt. Okay, so hier. Hier wollen wir, glaube ich, einen großen Warenverkauf anbieten. Also einmal, ich glaube, hier werde ich dann die drei Reihen Waren verkaufen. Also alle Waren, die es im Game gibt. Aber aktuell habe ich ja nur die Kleidung, deswegen brauche ich da erstmal nur ein zweites hin, damit ich schon mal Bescheid weiß, beziehungsweise mir dann, ne, merke, was ich davor hatte. Dann kommt hier nochmal Essen hin, wobei will ich zwei haben für Brot und für Beeren. I guess so. Dann kommt hier nochmal Rodos hin, sodass man hier schön durchlaufen kann. Ich glaube, das ist cool. Warte, war es jetzt so toll? Habe ich mich da verguckt? Habe ich gerade irgendwie 100 Münzen gelesen oder so? Keine Ahnung. Ich glaube, da muss ich mich verguckt haben, oder?